Braves Pferd. Zu viel Rauch für ein Lagerfeuer. Das Kishi-Grasland. In der Gegend wurden Strohhutsöldner gesehen. Ein Mongolenkonvoi. Ein Hinterhalt. Könnten die Strohhüte gewesen sein. Hier fing der Angriff an. Aber es waren sicher mehr Mongolen. Da vorne sind noch mehr Leichen. Los jetzt, Zora! Er wollte vor den Angreifern fliehen. Jin? Jin Sakai. Ryozo. Siehst aus wie eine Vogelscheuche. Du sahst auch schon besser aus. Gibst du mir meinen Hut? Bist du jetzt ein Söldner? Ich bin Berufskrieger. Kannst du mir helfen? Ich suche euren Anführer. Er starb in Komoda. Du warst auch dort? Hab viele Freunde verloren. Wie wir alle. Wir können sie rächen, wenn wir kooperieren. Reite mit mir, Fürst Shimura. Er lebt noch? Die Strohhüte sind geschwächt, leiden Hunger. Sie werden ihr Leben nicht für einen Mann riskieren. Auch nicht gegen Bezahlung. Sobald unsere Heimat frei ist, bezahlt Fürst Shimura dich, was du verlangst. Meine Männer sind vielleicht interessiert. Deine Männer? Ich sorge für sie. Jemand muss wohl. Sind wir uns einig? Ich denk drüber nach. Weiche nicht zurück. Das tue ich nie. Das sind nicht zu leuen hoch. Für Komoda. Töte sie alle! Sieht
dürfen uns nicht umzingeln. Du kämpfst besser als früher. Und dir ist endlich ein Bart gewachsen. Hast du dir mein Angebot überlegt? Die Strohhüte können deinen Onkel nicht retten. Wir haben Glück, wenn wir die Woche überleben. So schlimm ist es? Wir verhungern. Ich war auf der Jagd nach was Essbarem und kehre mit leeren Händen zurück. Doch nicht allein. Bring mich in dein Lager. Unterwegs überlegen wir uns etwas. Wie in alten Zeiten. Ist alles gut. Los, komm! Wann haben wir uns zum letzten Mal gesehen? Vor 2 Sommern, bei Fürst Nagaos Turnier. Ich habe nach dem Turnier nach dir gesucht. Hier lang! Die Strohhüte sahen unser Duell. Sie brauchten ein neues Schwert. Das klang reizvoll. Ich wusste nicht, dass du in Komoda warst. Du warst mit den anderen Samurai-Fürsten beschäftigt. Ich habe mit meinen Männern getrunken. Das hätte ich vor dieser Schlacht auch gebraucht. Ja, bestimmt. Noch ein Karren. Vielleicht ist was Brauchbares drauf. Ist leer. Samurai! Samurai! War das euer Fuhrwerk? Ja, mein Herr. Mongolen raubten mein Pferd und meinen Reis. Und da habt ihr noch Glück gehabt. Wo sind die Mongolen hin? Richtung vor Ohira. Verdammt. Sucht Zuflucht im Goldenen Tempel. Warnt alle vor diesen Straßen. Ja, mein Herr. Ziehen wir weiter. Mein Lager ist nicht weit. Nur ein Samurai hat Komoda überlebt. Welche Hoffnung bleibt da? Lotterson! Ich habe das vorhin ernst gemeint. Hilf mir, Fürst Shimura zu befreien. Und er gewährt dir alles, was er kann. Und was kann er mir denn gewähren? Er kann die Strohhüte zum Samurai-Clan erklären. Und dich zu ihrem Fürsten. Auf einer von Mongolen belagerten Insel. Wir vertreiben sie. Dein Name erscheint in den Aufzeichnungen des Shoguns. Und das glaubst du wirklich? Ich glaube, es lohnt, dafür zu kämpfen. Du warst schon immer ein Träumer. Es war sicher nicht leicht, die Strohhüte nach Komoda zusammenzuhalten. Wie hast du das geschafft? Ich habe ihnen klargemacht, dass wir uns nur selbst retten können. Das ist wahr. Das dachte ich auch immer. Aber langsam kommt es mir wie eine Lüge vor. Wie viele Männer hast du? Nur halb so viele wie am Anfang. Aber wir sind noch immer eine kleine Armee. Warum? Der Bauer sagte, die Mongolen wollten mit seinem Reis nach Fort Ohira. Du glaubst, sie horten dort Essen? Möglicherweise. Hast du eine Idee? Mir kommt gerade eine. Wer ist da? Schon gut, Shinzo. Ich bin's. Er ist hier! Ryuzo ist zurück! Höchste Zeit. Ich sehe gar kein Essen. Wer ist der Samurai? Männer! Das ist mein alter Freund, Fürst Sakai. Ryuzo hat mir erzählt, ihr hungert. Ich will euch helfen. Es gibt kein Essen? Wir haben einen Plan. Wir überfallen vor Ohira und holen uns unsere Nahrung von den Mongolen zurück. Ein Vorüberfallen? Die töten uns! Einen kleinen Moment. Komm mit mir, Jim.
Wir hätten deine Idee besprechen müssen, ehe wir es den Männern sagen. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Das ist meine Aufgabe. Ich wollte nicht respektlos sein. Schon gut. Hier durch, Jin. Wenn du mit den Strohhüten reitest, musst du auch danach aussehen. Ich habe noch eine Rüstung, die passen müsste. Wehe, sie ist verlaust. Das wirst du mir noch ewig vorhalten, oder? Die Rüstung ist in der Truhe. Du siehst nicht so gut aus wie ich, aber nicht übel. Wir sollten das vorüberprüfen, auf Schwachstellen. Meine Männer werden das übernehmen. Dann sind wir uns einig. Hol uns das Essen aus Fort Ohira. Und wir retten deinen Onkel vor den Mongolen. Danke, Ryozo. Aber vergiss nicht, wer der Anführer der Strohhüte ist. Das würde ich dir niemals nehmen wollen, mein Freund. Gib uns Vorsprung. Wir treffen dich beim alten Friedhof. Bis dahin. Männer, wir rücken aus. Ich wollte dich schon längst etwas fragen. Vielleicht kann ich antworten. Wie hast du die Invasion überlebt? Mit knapper Not. Eine Bäuerin schleppte mich vom Schlachtfeld. Sie pflegte mich wieder gesund. Du warst schon immer ein Glückspilz. Wie bist du mit deinen Männern entkommen? Weggerannt. Triff alle nötigen Vorbereitungen. Wir sehen uns am alten Friedhof. Zum Glück lebe ich noch. Meine Schwester sah noch ein Samurai. Eltern. All meine Waren sind nützlich. Ich habe ein paar Neuzugänge. Ihr werdet Nutzen daraus ziehen. Eine gute Wahl. Möget ihr damit den Sieg erringen. Ihr werdet zufrieden sein. Danke. Ihr kommt aus Asamo? Wir hielten uns bei Tag versteckt. Wir zogen nur nachts weiter. Habt ihr von Yosen gehört? Dem erzählt? Der Geist ist in die Asamo-Bucht gelangt. Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Was möchtet ihr verbessern? Viel besserer Schutz. Ich habe genau wiederholt, was der Musikant sagt. Der Legende. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Es ist mir eine Ehre, euch zu helfen. Nur für euch. Ausgezeichnete Wahl. Fürst Sakai, ihr müsst etwas tun. In der Kii-Sake-Brauerei in Asamo. Die Brauerei ist der Stolz von Tsushima. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal Kii-Sake trank. Es gibt bald keinen mehr. Die Mongolen reißen ihn gewaltsam an sich. Ich werde tun, was ich kann. Und brachten die Hölle
gibt er, wenn die Mongolen Tsushima erobern. Habt ihr schon mal Diosens-Geschichten gehört? Wie sitzt eure Rüstung, mein Herr? Habe ich den Schutz, den ihr braucht? Damit seid ihr sicher. Bitte rettet uns, mein Herr. Wir wissen, ihr beschützt uns. Wollte mit den anderen. Hoffentlich klappt das. Habe seit Tagen nichts gegessen. Die bei Komoda gefallen sind, hatten es einfach. Pferd! Hier! Verdienst das Allerbeste. Hier! Thank you.
Ryoso sollte auf dem Friedhof sein. Ein einziger Pfeil reicht mir. Gut. Du bist hier. Bist du bereit, Essen für uns zu stehlen? Sind das alle? Nur die Männer, die auch kämpfen können. Der Rest ist zu hungrig oder krank. Hoffentlich sind wir genug für den Raubzug. Eher sehen wir Kirschblüten im Winter, als dass wir uns diese Vorräte holen. Es gibt immer einen Weg. Vorzugsweise einen, der meine Männer nicht tötet. Speer ist zurück. Los geht's. Viele Männer da drin. Und ein Signal oben auf dem Turm. Wenn sie Verstärkung aus der Bucht rufen, sitzen wir in der Falle. Die mähen uns nieder. Sucht einen Ort, an dem ihr mich sehen könnt. Sobald ich ihr Signal zerstöre, greift an. Die töten dich. Falls ja, räche mich. Und hol dir ihr Essen. Das ist nicht witzig. Wartet auf mein Signal am Turm. Wie du meinst. Das machen alle.
Ich muss den Alarm finden und ausschalten. Darunter. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir die Leute hier gespart. Hol wir deinen Männern etwas zu essen. Wo sind die Vorräte? Im Turm habe ich keine gesehen. Hast du etwas gefunden? Nur ein paar mongolische Papiere bei einem toten Offizier. Zeig her. Du kannst das lesen? Wenn sie auf Chinesisch sind, kann ich sie entziffern. Seit wann? Seit ich Sun Tzu lesen musste. Das hier war nur ein Zwischenlager. Sie nehmen alles mit. Aufs Meer. Die Boote sind in der Bucht. Wir schaffen es nie dorthin. Wir sind doch hier. Du bist verrückt. Was hast du dir denn ausgedacht? Sehen wir uns die Gegend mal an. Die Mongolen haben kleine Boote am Strand. Wir könnten eins stehlen, müssten aber mitten durch ihre Armee. Zu viele Barrieren und Schützen. Ein Frontalangriff wäre Selbstmord. Ich schicke meine Männer nicht an die gegnerische Front. Ein Brandpfeil könnte den Sprengstoff zünden. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Sie sollen sich ja vom Strand abwenden. Schick deine Schützen auf die Klippe. Sie beschäftigen die Mongolen und wir stehlen das Boot. Also gut, Männer. Sie wissen nichts von unserem Sieg am Fort. Also warten Sie auf Verstärkung, die nicht kommen wird. Lenkt sie ab, bis wir ein Boot gestohlen haben. Dann zieht euch in den Wald zurück. Achtet auf meine Fackel. Sie ist euer Angriffssignal. Suchen wir einen Weg zum Strand. Ihr habt Ryuso gehört. Wir enttäuschen dich nicht. Dich dort kämpfen zu sehen, hat mich an Fürst Nagaos Turnier erinnert. Du wolltest um jeden Preis gewinnen. Es war ein Wettkampf. Du hast auch hart gekämpft. Wirklich? Worauf willst du hinaus? Auf nichts. Ich denke nur an unser Duell. Darüber reden wir später. Falls wir überleben. Deine Männer sollten in Position sein. Jetzt die Fackel. Los, Männer. Ich wusste, dass es klappt. Schau dir das Feuer an. Wir müssen schnell sein. Nimm ein Ruder. Lass uns niemand
gesehen hat. Das Feuer hat sie abgelenkt. Wir schleichen uns hinein. Such nach dem Essen. Nichts. Hätte nicht gedacht, dass das Duell dich so ärgert. Jetzt weißt du's. Kein Glück. Du hättest es mir sagen sollen. Unsere Wege hatten sich getrennt. Egal. Es ist schon lange her. Kein Essen hier. Irgendwelche Vorräte? Hier nicht. Vielleicht auf dem nächsten Schiff. Hörst du das? Klingt wie 4, 5 Männer. Weg du mal rum. Überraschen wir sie. Seid gegrüßt. Netter Schild. Wir müssen schnell sein. Hier keine Vorräte, bleibt nur das andere Schiff. Such du hier, ich auf dem anderen. Vorsichtig. Archin! Sieht wie Schlachtpläne aus. Ich sollte zu Ryuzo. Keine Lebensmittel zu sehen. Es muss etwas da sein.
zu. All das Essen, das sie uns stahlen. Ayuso. Das ist gar nichts. Ich hätte diesen Mongolen gehabt, wärst du nicht aufgetaucht. Ich weiß. Hast du gesehen, wie dick der war? Dahin ist unser Essen verschwunden. Tonto! Bastarde, sie verbrennen unser Essen. Ayuso, wir müssen weg. Kannst du schwimmen? Wenn ich muss. Das Feuer greift um sich. Spring! Suchen wir uns Deckung. Sie sind noch hinter uns her. Da vorne ist ein gutes Versteck. Ich habe meinen Männern Essen versprochen und komme mit leeren Händen. Wir finden schon einen Weg. Wie viele werde ich bis dahin noch verlieren? Das hier könnte vielleicht helfen. Mongolische Schlachtpläne. Sieht man darauf Nachschublinien? Es gibt eine Karte. Immerhin. Gib sie mir. Wir tun das gemeinsam. Du hast deine eigenen Probleme. Und ich bin ihr Anführer. Ich brauche sie, Jin. Und ich brauche dich bei Burg Kaneda. Ich werde da sein. Man darf dich nicht kommen sehen. Dich auch nicht. Schwarzpulver der Mongolen in einen Tontopf fülle und anzünde, hätte ich eine Wurfwaffe. Ich muss Yuna finden. Sehr gut, Sora. Oh.
Бид тэрийг олох хэрэгтэй. Болсон байлгүй дээ. Tisch. Hm? Hast du noch?